Hallo zusammen, mich hier ist wieder Tina und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einem kleinen Video begrüßen. Heute gibt es nämlich mal nach sehr langer Zeit wieder ein kleines Collection-Update. Das hatten wir das letzte Mal vor Patch 9.1 das letzte Mal gemacht. Und ja, jetzt war ich ein bisschen busy tatsächlich im aktuellen Patch 9.1. Es kommt ja bald schon 9.1.5 wahrscheinlich. Und ich dachte mir, jetzt fange ich mal wieder an, diese kleine Videoserie ein bisschen zu beleben, beziehungsweise wieder zu beleben. Und da wollen wir uns ein paar Sachen angucken. Wir wollen uns angucken, was ich so an Mounts, Pets, Toys, Achievements, an Transmog, an Quests und alles Mögliche, was man eben so collecten kann, was ich da in letzter Zeit zusammengetragen habe, beziehungsweise was mir da noch gefehlt hat, beziehungsweise noch fehlt. Das hatte ich ja auch immer schon in den letzten Collection-Update so gemacht. Diesmal wollen wir uns aber nicht nur einen Modi in All the Things Add-on angucken, sondern tatsächlich verschiedene. Und ich würde sagen, wir starten mal mit dem Zeug rein, was ich sonst auch immer gemacht habe. Ich bin nämlich sonst immer hier im Insane-Modus gewesen, beziehungsweise bin es immer noch. Und dementsprechend da im Unique-Modus. Ich würde sagen, bevor wir das jetzt aber hier im All the Things machen, schauen wir uns erstmal noch so die grundlegenden Collectibles an. Und zwar so Sachen wie Achievements, Mount, Pets, Toys. Und da würde ich sagen, starten wir einfach rein mit den Achievements. Mir fehlen im Moment, was sind's? Ich hätte es vorher zählen sollen. 16 Erfolge sind's, glaube ich, im Moment noch im Spiel, und ja, davon sind 3, einmal hier unter Quests, Shadowlands, und dann, wenn wir ganz runter gehen, wahrscheinlich, wenn ihr Collector seid und ab und an Achievements macht, dann wisst ihr das, diese blöden Quests in Cortia, die lassen so ein bisschen auf sich warten, die sind ein bisschen gegatet, und da haben wir jetzt etwa 3 Monate, seit Patch 9.1 raus ist, und dementsprechend fehlen mir hier noch 6-mal die Schleimquest, dann hier 5-mal und hier 1-mal, und das sind halt jeweils 10 Achievement-Punkte. Das sind dann damit 3 Achievements, die mir da fehlen. Und die anderen, jetzt gucken wir mal drüber, sonst bin ich mit allem fertig, bis auf Dungeon und Schlachtzüge, und da fehlen mir noch ein paar Mythic-Kills. Da fehlen mir insgesamt noch 13 Erfolge, also seht ihr, 3 unter Quest, 13 unter Dungeon und Schlachtzüge, und sonst habe ich tatsächlich alle anderen Erfolge. Und was das für Achievements sind, wollen wir uns jetzt auch mal angucken. Mir fehlt nämlich das Meta-Achievement für Mythisch Castlenathria, den Content habe ich ja überhaupt nicht geradet gehabt, dementsprechend fehlen wir da alle 10 Erfolge plus Meta, sind dementsprechend 11 Achievements. Und dann fehlt mir noch jetzt im aktuellen Raid Sylvanas, der Kill noch, und dementsprechend dann auch das Meta sind die letzten beiden, und da sind wir bei den 13. Heißt, ich muss noch Sylvanas unboxen für das Meta und dann mir noch irgendwo mal eine Gruppe suchen oder einen Boostrun, je nachdem, wie ich das mache für Castlenathria, dass wir das weg haben. Das werde ich aber wahrscheinlich erst dann machen, wenn ich diese Quest-Dinger endlich mal fertig habe, weil für was alle Achievements oder für was das sich holen, wenn man dementsprechend dann immer noch nicht alle Achievements haben kann. Und ja, da bin ich tatsächlich noch ein bisschen am Warten, bis das hier endlich mal fertig wird. Aber wenn das weiter so geht wie bisher, dann wird es wahrscheinlich noch 3 weitere Monate dauern, bis die Quests hier fertig sind. Oder vielleicht sogar länger, wer weiß. Nebenbei können wir uns ein bisschen angucken, hier auch auf der Seite Data Fazorot. Da sehen wir ja so ein bisschen die Ranks. Ich bin jetzt hier ziemlich abgerutscht auf Platz 29 nur noch. Ich war letztens, glaube ich, noch unter Platz 11 oder so. Liegt ein bisschen dran, weil das auf der Seite ein bisschen blöd gemacht ist. Die Seite registriert tatsächlich nur die Achievements von den Covenants, die man auf dem aktuellen Char gemacht hat und nicht bei den Twinks. Es gibt zwar Leute, die behaupten was anderes, ich habe es aber getestet. Und zwar war ich jetzt zwischenzeitlich bei den Ventier und dann wieder bei den Nightfee. Und es ist so, ich habe mittlerweile, ich war ja am Anfang der Expansion bei den Necrolord, habe da alle Achievements mit dem Main gemacht. Dann habe ich ein paar Covenants ein bisschen durchgehoppt mit dem Main tatsächlich, ein bisschen was gemacht nur, und jetzt bei den Nightfee und habe da auch alle Achievements gemacht. Ich habe zwar bei den anderen 2 Covenants, also bei den Ventier und bei den Kyrianern, habe ich auch alle Erfolge gemacht, aber mit Twinks, ne? Und nicht auf dem Main. Alleine bei dem Ventier habe ich ein Dreivierteljahr gebraucht, da bin ich jetzt vor einem Monat etwa erst fertig geworden, dass ich alle Ruffraktionen auf Ehrfürchtig hatte in dem komischen im Gluthof. Und dementsprechend da alle Achievements im Twink gemacht. In der Sekunde, wo ich mit Main
bei den Ventier war, wurden mir die Ventier-Achievements quasi hiermit angerechnet und dann war ich halt deutlich höher, da hatte ich irgendwie knappe 100 Achievements oder so mehr. Dann bin ich wieder zurückgeswitcht zu den Nightfee, weil ich halt Nightfee mit dem Main tatsächlich spiele und dann wurden die wieder abgezogen. Also es ist total blöd, ich muss halt, wenn ich hier im Ranking oben sein will, muss ich halt mit dem Main tatsächlich dann nochmal die Ventier-Achievements alle machen und nochmal die Koreaner-Erfolge machen und ja, das Ventier-Ding wird halt ein bisschen langwierig, aber naja. Ich habe schon ein bisschen angefangen, ne? Ich habe auch bei dem Main auch schon Gluthof ein bisschen was gemacht. Ihr seht, hier habe ich ein paar Fraktionen zumindest schon mal angefangen, aber da bin ich natürlich noch weit weg. Für die Ruf-Fraktionen im Data for Azeroth zählen mir die tatsächlich aber trotzdem rein, weil ich die auf dem zweiten Account, der auf demselben Battle.net ist, schon gemacht habe und dementsprechend ist das relativ easy. Genau, so viel zu den Erfolgen. Dann würde ich sagen, schauen wir uns das nächste an. Und zwar die Mounts. Und wenn wir da einmal runter scrollen, seht ihr, es fehlt da nicht mehr viel. Es sind noch zwei, die offen sind. Das ist einmal das PvP-Mount. Ich habe die Season noch kein PvP gemacht. Das werde ich wahrscheinlich jetzt erst machen, wenn Patch 9.1 rauskommt. Einfach, weil ich da einfach easy die Covenants hin und her switchen kann. Und ich bis jetzt immer für PvE-Content hauptsächlich bei den Nightfear bleiben musste tatsächlich. Und ich für PvP halt eher die Necrolords brauche und da ich ja dann nicht immer hin und her switchen will, warte ich jetzt einfach bis 9.15 rauskommt, dann kann man dann easy hin und her switchen, ohne dass man irgendwelche Nachteile hat und dann werde ich mit PvP, denke ich mal, durchstarten. Das andere ist das Sylvanas Mythic Mount, das wird es wahrscheinlich dann geben, wenn ich den Sylvanas Kill mir hole und ja, mal gucken, das wird aber wahrscheinlich noch ein, zwei Wochen dauern. Gut, achso, dann gibt es hier theoretisch insgesamt noch zwei Mounts und zwar, wenn man das hier auf der Allianzseite hat, kriegt man das Horden-Pandor noch und es gäbe dann noch das Gladiator-Mount, aber dafür müsste man auch erstmal mit PvP anfangen und dementsprechend ist es dann tatsächlich noch ein bisschen weg, also das können wir uns hier unten auch mal angucken. Quasi das Gladiator-Mount von der Season 2 gäbe es dann noch, wenn man denn auf 2-4 spielt und dann 50 Wins noch sich holt. Aber ja, da muss ich mal gucken, ob ich so intensiv die Season dann noch zum PvP spielen komme. Das soweit zu den Mounts. Hier unten sieht man es übrigens auch. Hier bei den Mounts ist hier das eine drin und dann das PvP-Mount, Gladi-Mount und Ding. Also, aber das Gladi-Mount wird halt immer nicht angezeigt, ne? Genau. Dann haben wir hier einmal die Pets, da fehlen mir im Moment tatsächlich keins, was man aktuell ingame noch kriegen kann. Hier ist einmal der zeitlose mechanische Drachling drin, den gibt es vom Geburtstagsevent. Das wird wahrscheinlich jetzt irgendwann demnächst kommen, wahrscheinlich in so einem Monat, oder? Ich weiß gar nicht, ob es schon im Kalender tatsächlich drin ist. Und zwar, doch, das ist schon drin, das Geburtstagsevent hier. Das beginnt nächsten Monat am 15. Dann wird man in Tanaris sich das Pet holen können. Und irgendwo habe ich auch gehört, dass es noch einen Mount geben soll, auch beim Geburtstagsevent. Das ist aber hier auch noch nicht in den Daten drin. Aber auf dem PTR soll es anscheinend schon sein. Also da müssen wir mal noch gespannt bleiben. Also Pets theoretisch, was ich in-game holen kann, ist nichts mehr. Murky ist ja das Pet, was von der BlizzCon 2005 gekriegt hast, was mittlerweile halt 6.000 Euros aufwärts kostet bei eBay und Konsorten, wenn es denn überhaupt drin ist. Also, ja, das habe ich leider auch nicht. Wenn es mir einer schenken will, ne, ich würde es gerne nehmen. Spaß. Und ja, bei dem anderen müssen wir halt einfach warten, bis das Geburtstagsevent kommt. Dann bei den Toys fehlen mir auch noch zwei. Einmal das Feuerwerk, das ist ja ein ähnliches Promotion Gedöns, was man leider nicht mehr kriegen kann. Und das andere ist aus Torghast. Das kann von den Bossen droppen, wenn man eben eine 9 bis 12 läuft. Am Ende hat aber eine so geringe Drop-Chance. Ich bin ja einige Runs gelaufen. Sieht man vielleicht, ich habe einige Legendaries mir schon gebaut und gut was an Soul Ash und Soul Cinder übrig, aber ja, bis jetzt ist es nicht gedroppt. Vielleicht sollte ich noch ein bisschen öfter tatsächlich Torghast laufen, um das zu kriegen, aber ich habe da so ein bisschen die Einstellung, ich werde die ganze Expansion über wahrscheinlich noch Torghast laufen, weil Blizzard sich wieder 5000 neue Ressourcen aus dem Hintern zieht, dann denke ich, dass ich das nebenbei kriege. Im Moment bin ich eher mehr am T-Mog-Farmen, weil ich denke, klar, ich könnte das jetzt Hardcore-Farmen, das ist das letzte Ingame
Toy habe, aber ich werde wahrscheinlich eh noch einen Haufen Torgas trennen und dann werde ich es irgendwann wahrscheinlich sowieso bekommen. Also zumindest ist so meine Herangehensweise im Moment. Mal gucken, vielleicht farme ich es jetzt demnächst noch Hardcore. Gut, dann sind wir damit den Main Collectibles durch, würde ich sagen. Also Toys hatten wir gesagt, Reittiere hatten wir auch gesagt und Pets, wie gesagt, sind hier gar keine drin, weil das beides Pets sind, die man jetzt aktuell gar nicht kriegen kann. Gut, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal im All the Things den Rest noch durch. Und dann werden wir noch ein paar andere Einstellungen mal reinhauen. Ich kann euch eins noch kurz zeigen, wo ich im Ranking stehe. Also Achievements waren wir bei 29, aber wie gesagt, mir zählt es halt bei den Twinks die Sachen nicht mit, sonst wäre ich halt da ein bisschen höher. Bei den Mounts sind wir Platz 9, bei den Pets Platz 4 und dann geht es halt hier so weiter, ne? Petscore haben wir auch Platz 4. Titel bin ich Platz 17. Da bin ich übrigens gerade dran auf der Hordenseite. Das sind ja die Account-Geschichten. Da bin ich gerade dabei, auf der Hordenseite mir noch ein paar Titel zu erspielen. Denn die meisten Titel fehlen mir tatsächlich auf der Hordenseite. Selbiges wie Reputations auf der Allianzseite habe ich tatsächlich alle. Aber auf der Hordenseite fehlt mir ein bisschen was. Und da bin ich dran. Da habe ich schon ein paar Horden-Fraktionen quasi hochgemacht. Rezepte accountweit bin ich noch nicht dran. Quests habe ich tatsächlich auch ein paar gemacht. Da fehlen mir auch die meisten auf Hordenseite. Toys bin ich gerade auf Platz 3. Das ist ganz gut. Appearance habe ich ja hauptsächlich nur Druid gefahren. Deswegen sind wir da mit 200 irgendwas noch relativ weit hinten dran. Hab aber jetzt letztens auch schon ein paar Runs mit dem Worry gemacht. Deswegen werden wir uns auch den Account-Score angucken und nicht nur den vom Druid später. Und ja, da hinten haben wir noch den Oldscore. Mittlerweile habe ich 20 Chars auf Max-Level. Ich habe nämlich meinen Horden-Char auf Stufe 60 gespielt, um so ein bisschen die Nightfee-Fähigkeit zu haben, um mit dem ein bisschen schneller auch farmen zu können. Genau. Und mein Ehrenlevel ist auch ein bisschen höher. Ihr seht, 748 sind wir jetzt. Ist dem geschuldet, weil ich immer so nebenbei ein bisschen im BG unterwegs bin, um mir die Ehrenabzeichen zu farmen. Ihr seht, ich habe jetzt seit Shadowlands ein bisschen was gespart. Ich bin jetzt bei 3847 Ehrenabzeichen. Ich möchte gern so auf 4000 Ehrenabzeichen sparen. Und sobald ich das habe, werden wir wahrscheinlich zwei kleine Videos zu basteln. Ich werde die nämlich dann alle auf den Kopf hauen. Und zwar für den Druid habe ich eigentlich schon soweit das ganze T-Mog von den PvP-Marken, aber ich möchte mir das für die anderen Klassen kaufen, denn ich steige jetzt gerade so ein bisschen zu ein, komplett alles an T-Mog zu sammeln, beziehungsweise so nicht nur das auf den Druid zugeschnittene Zeug sich zu holen, sondern quasi auch das Zweitransmog-Gedönse und halt auch so auf lange Sicht für die anderen Klassen, beziehungsweise auch auf der Hordenseite so ein bisschen aktiv zu werden, um tatsächlich hier im Score ein bisschen höher zu kommen. Ich bin jetzt mittlerweile auf dem Completist-Score, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Competition, keine Ahnung, ist ja auch egal. Da bin ich auf jeden Fall auf Platz 23 und da möchte ich noch ein bisschen höher kommen. Mal gucken. Ich denke mal, da ist noch ein bisschen was drin und ja, da werden wir jetzt in nächster Zeit ein bisschen noch reinfahren. Gut, so viel zu der Seite. Jetzt gucken wir uns hier die Sachen durch. Bei den Titeln fehlen mir jetzt gerade hier vier Sachen. Das sind quasi die, die mir auf dem Char fehlen. Und zwar ist das einmal hier Beschützerin des Waldes. Das ist die Geschichte, wenn man, glaube ich, Stufe 80 ist, hier bei den Nightfee. Dann den aktuellen Gladiator-Titel. Ich glaube, das ist sogar Rank 1 Gladiator. Den werde ich wahrscheinlich nicht kriegen. Und dann sind es noch die Titel für die beiden Endbosse der Raid-Dungeons. Die fehlen mir tatsächlich dann auch noch. Ich habe ja die Achievements dafür noch nicht. Dann bei Berufen. Da gibt es so einen Toy, das habe ich natürlich, wo man sich so einen Ozean herrufen kann. Und in diesem Ozean kann man dann reinangeln. Ich weiß gar nicht, ob ich es... Doch, das müsste ich ja da haben, ne? Jetzt schauen wir mal. Und wenn man da reinangelt, gibt es eine Chance, dass man quasi ganz seltene Sachen rauszieht. Zum Beispiel hier gibt es Van Cleef Stiefel. Die sind halt einfach einmal irgendwo drin für Goldcap. Und die sind halt scheiß selten, ne? Man kann aus dieser Sphäre halt alle Sachen rausangeln, die man irgendwo angeln kann. Also aus jeder Expansion, aus jedem Ding kann man alles rausbekommen. Und dementsprechend ist da ein verdammt großer Loot-Table drin. Halt alle möglichen Fische, alle möglichen Stiefel, grauen Items. Und anscheinend gibt es nur noch da diese Stiefel, weil die anscheinend sonst rausgepatcht worden sind. I don't know. Und die müsste ich mir halt irgendwann mal angeln oder im Auktionshaus kaufen, aber für Goldcap will ich das eigentlich eher weniger. Dann hergestellte Items, das ist diese strassbesetzte Sonnenbrille. Die kann, glaube ich, ein Juwe bauen.
Oder man kann die sich auch mal kaufen. Da muss ich mal gucken, ob ich irgendwo mal ein Schnäppchen mache. PvP ist es halt das aktuelle PvP-Gear, was ich brauche. Sowohl das Gladiator-Gear als auch dann das Elite-Gear. Das Elite kriegt man ja automatisch über Rating. Das werde ich mir wahrscheinlich dann holen, sobald ich PvP anfange, also mit 9.15, schätze ich mal. Ich habe auch schon ein bisschen Abzeichen. Ihr seht, ich habe hier Eroberungspunkte schon 2200 und mit Twinks habe ich tatsächlich auch schon einiges. Ich glaube, mit dem Monk habe ich 4000, mit dem Hunter habe ich nochmal 3000 von den Eroberungspunkten, also da kann ich mir auch nochmal ein bisschen von dem Gearzeug kaufen. Das gebe ich aber erst am Ende der Season aus, um dann so ein bisschen abschätzen zu können, was ich so schon an Items gekriegt habe, um dann einfach nur das T-Mog vollzukriegen. Genau, also das spare ich noch so ein bisschen, und bis ich quasi mit PvP angefangen habe. Und hier ist halt auch nochmal das Mount drin. Dann bei Erweiterungsfeatures, da habe ich eine Quest noch, die fehlt mir schon länger, das ist eine Breadcrumb-Quest. Da muss ich irgendwo mal gucken, ob ich die vielleicht mit dem Char noch irgendwie machen kann oder mit dem Twink. Das ist ein bisschen vertrackter. Dann bei Shadowlands fehlt mir halt bei den Nightfee noch der Titel, was ihr vorhin gesehen habt. Zwei Soulshape-Gestalten kriegt man über PvP, wenn man BG oder ich glaube Arena gewinnt. Da muss ich mal gucken, dass ich mit dem Char auch nochmal ein bisschen was mache. Aber ich wollte halt eigentlich PvP als Necrolord spielen, also zumindest die Arena, weil das halt sinniger ist. Ne? Das ist halt blöd, dass man die dann nur kriegt, während man Nightfee ist. Dann müsste ich jetzt eigentlich als Nightfee PvP spielen. Das ist nicht optimal. Und was mir dann noch fehlt, ist ein Set hier, und zwar ist das Nightfee-Set, was man über Ruhmstufe kriegt. Die kann man die Woche schon holen. Ich habe aber zwischenzeitlich bei den Vent hier geswitcht gehabt, um Gluthof mitzunehmen, als so ein Feiertagsevent war. Jetzt bin ich ein bisschen hinten dran, aber das muss ich jetzt die Tage noch auf 78 hochfarmen, und dann kann ich mir das einfach beim Händler holen. Also das sollte kein Problem sein. Und sonst, achso, da sind noch die paar Mythic-Waffen aus Cassinafria, ne? Die, klar, fehlen mir noch, aber die werde ich irgendwann wahrscheinlich später mal nachfarmen. Dann Erfolge hatten wir uns ja schon angeguckt. Weltbeute sind es jetzt mittlerweile noch 3 Items. Ich habe eins, wo günstige habe ich mal rausgekauft. Da warte ich immer, dass die halbwegs günstig sind, dann hole ich mir da noch was. Außengebiete, da ist ein bisschen mehr reingekommen. Es gab jetzt mittlerweile eins, wo Updates im All the Things, ne? Und da sind dann ein paar neue Items reingekommen. Hier in Kalendor, die Breadcrumb-Quest, die hatte ich ja vorhin auch schon gehabt. Da, wenn ich mal Zeit habe und Bock habe, muss ich mal irgendwie rausfinden, wie ich noch an die rankomme. Dann, da habe ich mich vorhin gerade schon aufgeregt im Stream über das Gnomenrennen. Das war jetzt, wo ich das aufnehme, vor einer knappen Woche oder vor einer halben Woche war das. Und anscheinend haben sie dieses Jahr eine Quest reingemacht. Und ich sehe das jetzt im All the Things, dass es eine Quest gab. Und jetzt muss ich ein Jahr warten, bis dieses blöde Gnomenrennen wieder ist und dass ich die Quest machen kann. Das ist ärgerlich, sagen wir es mal so. Aber naja, so ist das. Und dann habe ich gesehen, die Leute von All the Things, die haben hier ein paar Sachen in Draenor ausgepackt. Und zwar in dem Startgebiet beim dunklen Portal, wo man startet, gibt es anscheinend ein paar Zonendrops. Ne? Die sind noch nicht richtig zugewiesen hier, wie ihr seht. Aber die fehlen mir tatsächlich noch, und die kannst du nur in diesem Startgebiet kriegen, und da raschte eigentlich durch. Aber ich muss mir wahrscheinlich mal irgendeinen Char holen und in dieses Startgebiet gehen. Und ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, ob ich da irgendwie Partys sinken kann oder wie ich wieder mit einem Max-Level-Char da reinkomme. Wahrscheinlich gar nicht, vielleicht muss ich mir einen neuen Char leveln und einfach diese Trash-Mobs da farmen. Also das, ja, mal gucken. Mal schauen. Und dann sind es hier noch ein paar Rares, die anscheinend vorher nicht drin waren, und ein paar Bonusziele. Da muss ich demnächst mal die abflattern, ne? Also da gibt es noch ein bisschen was zu tun tatsächlich. Hier sind es noch 2 Breadcrumb-Quests in der Fährtenküste, in Kultiras. Sind tatsächlich Bonusziele dazugekommen. Keine Ahnung, wo sie die her haben. Ich dachte, ich habe alles mit dem Main Dart gemacht. Eventuell muss ich das auch mit dem Twink machen, weil Bonusziele kannst du oftmals nicht mehr machen, wenn du auf Max-Level bist, ne? Genau, und in Shadowlands ist es, glaube ich, auch noch das ein oder andere. Genau, es gab hier eine Breadcrumb, da komme ich aber irgendwie gar nicht mehr ran. Da muss man sich mit diesem Schicksalsschreiber treffen, und wenn man das einmal auf dem Account gemacht hat, geht das irgendwie nicht mehr. Also, keine Ahnung, wie ich das nur machen soll. Dann sind es hier, ja klar, die PvP-Sachen, die sind halt hier leider nochmal drin. Und
sonst... Ah ne, das sind nicht die PvP-Sachen in Oribos. Doch, hier unten, das waren die PvP-Sachen. Und Moment, jetzt muss ich kurz gucken. Genau, Court hier. Da fehlen mir halt diese Achievements, die ich euch vorher gezeigt habe noch. Dann ein kosmetisches Item. Ich habe die Schätze jetzt über drei Monate immer aufgemacht. Und habe da eigentlich so gut wie nie so ein kosmetisches Ding rausgekriegt. Ich habe die meisten mir jetzt im AHA zusammengekauft. Bloß, ich warte halt immer, bis da günstige drin sind. Ne? Für 100k so ein Item möchte ich mir ungern kaufen. Ich habe zwar genug Gold, aber ich versuche ja ein bisschen zu sparen. Warum das Item hier drin ist? Ehrlich? Achso, auf Rang 5. Ah, das muss ich mir noch kaufen. Das habe ich mit dem Main nicht gekauft. Weil ich ja vom Item-Level, ne, also du kannst es, glaube ich, maximal dann am Ende auf 233 upgraden. Und ich dachte mir, warum soll ich mir das Teil kaufen, wenn ich halt 250er Schnitt habe. Aber fürs Collecten muss ich mir anscheinend das Item noch kaufen. Ah, okay, gut zu wissen, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Vor allem, da gibt es, glaube ich, dann nochmal eins, ne. Es gibt dann einmal auf Rang 5 und einmal auf Rang 6. Da muss ich jetzt demnächst schauen, dass ich mir das noch hole. Dann in Revendrest habe ich noch so eine blöde Waffe drin. Die kann ich aber... nur looten aus dem Preis des Faustkämpfers, und dieser Preis des Faustkämpfers ist halt alle Monat einmal da, wenn es bestimmte Kisten in Revendress gibt, und das kann ich dann halt nur mit einem Stärke-Char wiederum machen, und das ist saunervig, und ich gucke schon alle paar Tage immer, ob in Revendress die Kisten am Start sind, und die letzten paar Male habe ich es abgefarmt, aber das Ding droppt halt anscheinend echt mies, ne? Und was haben wir dann im Schlund noch? Käfig, okay, das ist ein Schatz, den ich anscheinend noch öffnen muss. Beim Kyrianer-Angriff. Dann bei den Tormentern brauche ich noch einen Dolch. Da muss ich den richtigen Tormenter mal mit dem Schurken erwischen, weil das ein Agi-Dolch ist und da ja kein Legacy-Loot-Modus gilt und ich den dementsprechend nur mit dem Rogue kriegen kann. Und dann bei der hellgebundenen Kiste gibt es auch noch so ein seltenes Item. Ist das sogar das gleiche, das andere? Ja, das ist sogar das gleiche. Diese hellgebundene Kiste, die habe ich mal eine Zeit lang mit allen 20 Max-Leveln-Chars, die ich hatte, ich glaube über einen Monat habe ich die jeden Tag aufgemacht. Also ich hatte einige Tries. 20 mal 30, also es sind einige Tries, ne? Und ich habe da kein einziges von diesen Items rausgekriegt. Da können ja x verschiedene kosmetische Teile drin sein. Ich habe es dann irgendwann aufgegeben und werde mir das Ding irgendwann mal hart kaufen. Also habe ich für mich beschlossen. Genau, das waren dann die Außenbereiche. Und bei Dungeon-Schlachtzüge fehlt mir ein T-Mog-Teil, das in einem Classic-Dungeon noch ist, wie ihr hier seht. Ja, ist halt verdammt selten, weil es halt so ein random BOE-Drop ist. Kostet auch im Auktionshaus gerade hier 2 Millionen Gold. Da warte ich mal, bis ich es irgendwo günstig finde. Und dann sind es halt die altbekannten Sachen, ne? Die altbekannten Drops hier aus BFA, aus den Dungeons sind es noch ein paar. Und natürlich hier in Shadowlands aus den Raid Dungeons sind es ein paar Items. Beziehungsweise in Tazavesh fehlt mir noch ein bisschen was. Eigentlich war ich gerade so ein bisschen dran gewesen, sowohl aus dem aktuellen Raid als auch in Tazavesh ein bisschen das Zeug zu farmen. Das habe ich aber jetzt tatsächlich ein bisschen eingestellt, denn ich bin übergegangen und farme jetzt so ein bisschen das Zweit-Transmog. Das werden wir uns jetzt gleich als nächstes angucken, beziehungsweise ich kann nochmal kurz eins umschalten. Ich hoffe, das laggt jetzt nicht so sehr. Ihr seht, ich bin jetzt hier bei 99,52%. Liegt dran, ich habe zwar hier alles eingeschalten, also Unique und dann quasi den Insane-Mode mit allen Haken. Was ich aber nicht anhab, sind quasi die anderen Covenants, ne? Wenn ich die anschalte, dann brauche ich natürlich noch ein paar mehr Sachen. Dann sind quasi Achievements von den anderen Covenants drin, dann sind die Transmog-Sachen von den anderen Covenants drin. Das Ding ist, viele der Achievements habe ich halt schon gemacht, bloß checkt es das halt leider dann nicht, weil das halt auf dem zweiten Account ist, ne? Das ist ein bisschen blöd. Und dann sind es halt hier ein bisschen mehr, dann sind es halt jetzt noch quasi 99,52 und 595 Items. Und die sind dann halt hier damit drin, ne? Dann sind es halt bei den Kyrianern noch ein Titel zum Beispiel. Und natürlich diese ganzen Händler-Items, ne? Und dann dementsprechend bei den anderen Covenants sieht es dann halt ähnlich aus, ne? Dann sind es halt hier Händler-Items, Ruhmbelohnungen und dann auch noch ein bisschen Achievement-Gedönse. Was ich aber dann halt teilweise auf dem zweiten Account schon gemacht hat, muss ich aber irgendwann auf dem Main-Account dann tatsächlich nochmal machen. Gut, so viel dazu. Dann können wir mal umschalten
Und zwar wollte ich einmal auf den Komplettist-Modus gehen. Da switchen wir jetzt mal kurz. Und da sieht es dann ein bisschen anders aus. Wobei, ehrlich gesagt, sieht es auch schon ganz gut aus. Ich habe, glaube ich, vor zwei, drei Wochen habe ich angefangen, ein bisschen Komplettist-Modus auch zu farmen. Für die Leute, denen das jetzt wenig sagt, quasi diese verschiedenen Modis. Unique-Modus heißt einfach, dass man einen Transmog sammelt und alle Appearance, die das gleiche aussehen haben, also wirklich 100% das gleiche aussehen, wenn man eins hat, werden alle anderen ausgeblendet, ne? Weil man hat das Aussehen. Man kann aber jede einzelne ID von Items sammeln, die alle dasselbe Aussehen hatten, und das ist quasi der Komplettist-Modus, ne? Da hat man dann zwar kein neues Aussehen, aber eine neue ID, und zum Beispiel auf Data for Azeroth für den Rank werden tatsächlich jede ID, also werden die IDs gezählt und nicht quasi das Aussehen, ne? Also wenn man da im Rank hoch sein will zum Beispiel oder da höher sein möchte, dann sollte man Komplettist-Modus spielen, weil dann wird einem wirklich jede Item-ID angezeigt. Dann muss man aber theoretisch, bei manchen Items gibt es 10 verschiedene Quellen, wo die Items exakt gleich aussehen, aber es hat halt eine verschiedene ID. Manchmal ist es sogar so, dass es ein Item ist, das im einen beim gleichen Boss droppt und beim einen mal quasi normal ist und beim anderen zum Beispiel Titanforged, ne? Ja, das ist so ein bisschen die Geschichte. So, und jetzt habe ich aber hier auch schon ganz gut Progress gemacht. Ich hatte ja beim Druid in den ganzen alten Sachen ganz gut was gefarmt gehabt schon, aber halt nur immer im Unique-Modus, und dementsprechend haben da einige Sachen gefehlt. Vor allem, was am meisten gefehlt hat, waren diese Tokens, ne? Man kann ja in den älteren Expansions mit Tokens sich Tierset-Items bauen, und je nachdem, in welchem Spec man ist oder welchen Loot-Spec man einstellt, kriegt man ja ein anderes Token. So, jetzt ist es eigentlich das ein und dasselbe Item, aber es hat natürlich eine einzelne ID, weil das eine Item hat dann für Gleichgewicht irgendeinen Effekt drauf, das andere für Wildheit, das nächste für Wächter und dann wieder für Wiederherstellung. Und der Druid hat blöderweise 4 Specs, deswegen hast du dann da 4 Items. Und dann hast du jetzt noch 3 verschiedene Schwierigkeitsgrade und dann seht ihr, wie viele Items das vor allem beim Druid werden, ne? Und da hat mir jetzt, glaube ich, noch knapp 4000 Items gefehlt, und ich habe das jetzt schon ganz gut runterbekommen. Einmal, weil ich was gefarmt habe oder relativ gut was schon gefarmt habe, und zum anderen, weil All the Things ein bisschen was umgestellt hat. Vor allem in Warlords of Draenor haben die hier einiges umgestellt, dass das wesentlich weniger Items geworden sind, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Jetzt muss ich bloß kurz was trinken nach dem ganzen Monolog hier. Sodala. Was ich jetzt hier im Komplettist-Modus gefarmt habe, jetzt gucken wir bloß nochmal, dass ich alles richtig eingestellt habe, dass ich euch jetzt nichts Falsches zeige. Hier oben haben wir es. So, genau. Also auch hier im Komplettist-Modus habe ich quasi den Insane-Modus jetzt drin mit Komplettist, und die ganzen Sachen bleiben ja quasi gleich. Und, naja, genau, das ist auch noch drin, genau, das passt. Und hier habe ich jetzt hauptsächlich quasi Dungeon-Schlachtzüge gefarmt. Die anderen Sachen habe ich mir ehrlich gesagt noch gar nicht so wirklich angeguckt, einfach weil ich mich erstmal auf eins konzentrieren will. Und im Moment farme ich quasi von Classic bis einschließlich WoD mit mehreren Druid-Chars, und da haben wir schon einiges rausgekriegt. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel reinschaue, in Classic fehlt mir nur noch ein Dungeon oder ein Raid, und das ist hier einmal der Umhang vom ersten Boss im Tempel. Sonst habe ich tatsächlich in den Classic Raids alles. Und hier diese 5-Mann-Dungeons sind tatsächlich alles Zonendrops. Da habe ich gestern oder vorgestern habe ich mal so ein bisschen Classic aufgeräumt. Da sind manche Drops von Bossen auch ein bisschen ätzender. Aber das Ätzende ist vor allem hier die Zonendrops. Die haben nämlich teilweise so eine geringe Dropchance, dass man das hier nicht farmen kann. Das sind halt auch dann teilweise Preise, ne? Hier die Hose habe ich ja euch vorher schon gezeigt, mit 2 Millionen Gold, was die kostet, oder 400k, 800k, und teilweise sind die halt einmal oder zweimal nur auf allen EU-Reams vorhanden, ne? Weil die halt einfach so beschissen droppen. Das Schöne ist aber, man kann sich die Sachen, also ich habe auf jeden Fall vor, die mir irgendwann im Auktionshaus zu kaufen. Da gibt es ja verschiedene Seiten, wo man sowas dann auch ein bisschen suchen kann. Das hatte ich ja euch auch schon mal vorgestellt. Vielleicht kurz für die Leute, die es nicht wissen, es gibt da so eine Seite, die heißt Undermine Journal. Jetzt können wir uns mal zum Beispiel irgendein Item
raussuchen, zum Beispiel, nehmen wir mal diese teure Hose, ne? So. Dann kann man halt diese Items suchen und dann kann man sich halt raussuchen lassen, auf welchem Reams die drin sein. Und was für eine Überraschung, auf keinem EU-Ream ist diese Hose drin, ne? Machen wir mal ein anderes Item. Schauen wir mal hier diesen Stab, vielleicht ist der ja irgendwo drin. Stab. Gucken wir mal, ob wir den haben. Das ist halt auch ein sehr seltenes Item. Der ist sogar auf Antonidas drin. Das ist nicht auf Antonidas. Ich habe da, nur Antonidas ist halt der, mein Heimat-Dream, den ich oben eingestellt habe. Und ihr seht, hier dieser Balken zeigt halt, die Goldmenge an und das hier sind alle Reams, wo das Ding im Moment drin ist. Also das sind wirklich alle. Das sind alle englischen, französischen, deutschen, russischen, also wirklich tutti kompletti alles. Und er ist gerade auf 3 Reams drin, ne? Auf Kazak, dann Keltas hier Verbund und dann einmal Blackhand, Essenkissel, Malganis, ne? Und ja, bei solchen Sachen gucke ich halt immer, auf welchem Reams solche ultra seltenen Items sind und dann kannst du ja auf verschiedenen Discords, wie unter anderem, wie heißt es, WoW Market, da kann man sich Gold hin und her tauschen lassen. Da muss man zwar eine kleine Gebühr meistens zahlen, so 5-10% ist es oftmals, aber dann kann man sich halt günstiger auf einem anderen Ream ein Item schießen, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel noch günstigeres, guck hier zum Beispiel die Klinge, die ist auf Anto auch drin für 77k, dann könnte ich die jetzt auf Anto für 77k kaufen oder ich schaue, ob die auf irgendeinem Ream günstiger drin ist. Hier zum Beispiel auf Dark Moon Fair ist die für 24k drin, dann kannst du rechnen, dann will vielleicht irgendwer 10% Gebühr haben, dann gebe ich dem 30k, dafür kriege ich da knappe 25k. Kaufen wir das, habe 30k insgesamt gezahlt, aber auf Anto hätte ich vielleicht, auf Anto ist es anscheinend doch nicht mehr drin. Auf Anto war es halt für 120 drin, ne? Also dann fahre ich hier trotzdem günstiger. Das rentiert sich halt bei Items, die 100k aufwärts sind, kann man da mal gucken. So ein kleiner Side-Exkurs, genau, so viel dazu. Also da bin ich am Schauen. Das Schöne ist, im All the Things kann man diese Sachen, wo man weiß, okay, die werde ich nicht selber farmen, was halt keinen Sinn macht, die zu farmen, die kann man quasi auch ausblenden. Dann gibt es halt BOE-Items und dann werden die einfach einmal ausgeblendet. Dann seht ihr, ich brauche nur noch diese BOE-Items in Dungeon, in Classic, beziehungsweise im Raid halt den Umhang und dann sind die raus, ne? Das ist halt eigentlich ganz, ganz schick. Ich glaube aber, bis auf Classic sind es eh keine BOE-Items mehr, die mir fehlen. Machen wir die mal wieder rein. Genau. Dann, in Burning Crusade. Jetzt sind diese blöden Timewalker-Dinger wieder drin. Warte mal, ich filter die jetzt mal kurz raus. Also, in Burning Crusade gibt es einen Haufen Timewalker-Teile, aber die filter ich raus, weil ich die hier gerade nicht machen kann. Aber theoretisch, Timewalker müsste ich dann auch nochmal farmen, aber wir wollen uns jetzt nur mal die Sachen angucken, die ich aktuell farmen kann. In Burning Crusade hatte ich jetzt echt ganz gut Luck gehabt. Ich bin da ewig oft BT reingelaufen, mir hat in BT ein Token-Teil gefehlt, in Mount Hial ein Token-Teil und du musst halt die komplette Instanz immer durchrennen für ein einziges Item, das droppt dann am Ende nicht. Und ich glaube, ich bin 10-mal durchgelaufen. Also ich habe ja einige Druid-Chars und irgendwann hatte ich es dann, ne? Aber das war schon eine Tortur und jetzt fehlt mir tatsächlich in Burning Crusade nur noch im Komplettist-Modus die Brust, ne? Dieser Wams von Nightbane. Und hier in Mana-Gruft, ja, das ist ein Zonendrop, wo man eigentlich dann, ich glaube im Nethersturm kann man mit diesen Gefängnisschlüsseln so eine Blase aufmachen, da ist ein Mob drin, dann haust du um und die können halt ein paar Umhänge droppen. Und überall, wo diese Gefängnisschlüssel droppen können, werden die halt jetzt angezeigt, aber Mana-Gruft und Akantras muss ich auch nicht mehr laufen. Diese Gefängnisschlüssel kann man auch, glaube ich, bei diesen Astralen außerhalb des Dungeons farmen. Dann in Wottl, habe ich noch ein paar Items unter einem Archivons Kammer, aber das sind alles PvP-Items, die werde ich mir dann über diese schönen Marken, die ich gefarmt habe, holen. Also über die Ehrenabzeichen, ne? Da bin ich ja auch schon eine Weile drin. Dann, also sprich, das laufe ich meistens gar nicht, weil es sich nicht lohnt. Der Lootpool in Archivons Kammer, da kann halt jedes PvP-Teil droppen. Also zumindest von den, glaube ich, Nonset-Dingern. Und alle
Tier-Items können da, glaube ich, auch droppen, von allen Klassen. Also der Lootpool ist insane groß, dass du da ein Item ziehst, kannst du fast knicken. Und da ich die Sachen auch alle über Ehrenabzeichen kaufen kann, mache ich es, glaube ich, eher über Ehrenabzeichen. Wobei, ich war heute einmal drin und habe tatsächlich einen Umhang gekriegt, aber das war wahrscheinlich eher Luck, ne? Genau. Und außerdem, du kannst die Instanz nur betreten, wenn deine Fraktion gerade 1000 Winter hält und die Allianz verkackt halt zu 90% und hat halt nie 1000 Winter. Aber das ist eine andere Sache. In Ulduar ist es genauso wie vorher auch in Black Temple oder in Mount Hiel. Mir fehlt einmal diese blöde Schulter und ich muss jedes Mal komplett diese Kack-Inni durch. Also, die Inni ist nicht kacke, eigentlich ist Ulduar meine Lieblings-Inni vom Ding, vom Setup, aber du musst halt alle Bosse oder die meisten Bosse töten, bis du zu Jock kommst und das ist halt nervig, weil es halt einfach wegen einem Item lang dauert. Und da die 25er, 10er, 10er Hardmode, 25er Hardmode, alles, alle Items auf ein Loot-Table gepackt haben, als sie das Ding zum Timewalker-Dungeon gemacht haben, haben die Bosse halt jetzt so einen riesen Loot-Table, dass die teilweise halt gar keine Tokens droppen, ne? Und ich weiß nicht, wie oft ich jetzt in letzter Zeit diese blöde Indie gelaufen bin und ich krieg dieses Token einfach nicht, dieses letzte eine Teil, ne? An den Prüfungen des Kreuzfahrers sind es auch nur noch ein paar Items, also es ist eigentlich relativ übersichtlich. Eiskrone habe ich auch nur noch ganz wenige. Da hatte ich bis vor einer Weile noch die ganzen Token-Sachen drin, weil es dort so ist, dass du kleine und große Tokens holen kannst und für 4 Loot-Specs jeweils 5 kleine Tokens und 5 große Tokens. Du brauchst 20 Tokens für deine Klasse und da farmst du eine Weile und die sind dann halt alle hier x-mal drin, also das hat Eiskronen, Zitadelle, der Loot war so aufgebläht, weil dann halt quasi 40 Items alleine für diese Tokens drin waren, meine ich, irgendwie sowas, also das war krass. Rubinsanktum habe ich letztens auch die anderen Schwierigkeitsgrade endlich gekriegt, jetzt fehlt mir tatsächlich nur noch ein Item, also hier ist relativ übersichtlich. Hier brauche ich aber noch ein paar 5-Mann-Dungeons, wie ihr seht, und zwar einmal aus dem HC Nexus, den kann ich halt einmal täglich mit einem Char machen, ne? Den Umhang, Ausmerzen von Stratholmrollen und eine Waffe, in Dings ist es auch so, brauche ich auch noch eine Waffe, die muss ich jetzt demnächst mal farmen. Das mache ich mittlerweile, die 5-Mann-Dungeons farme ich mit einem Hordenchar. Hat den Hintergrund, weil ich die Ruffraktionen ja mit meinem Hordenchar farme und da ziehe ich dann immer Wappenröcke an. Und unter anderem habe ich da im Moment die Wappenröcke von den Hauptstadtfraktionen von der Horde an, weil ich habe die noch nicht und die will ich halt auch noch hochkriegen, ne? Dass ich overall im Ranking mal ein bisschen höher komme. Genau. Also da, immer wenn ich ein bisschen Zeit habe, farme ich da so ein bisschen hoch. Dann kann ich nebenbei die Transmog-Sachen farmen und zeitgleich so ein bisschen noch den Ruf hochfarmen. Dann Cutter sieht es eigentlich sehr gut aus. Da fehlt mir jetzt auch Baradin-Festung noch. Das bin ich aber ehrlich gesagt auch nicht am Farmen, weil es da genauso ist wie in 1000 Winter im Eichavons Kammern, das sind diese PvP-Teile, wie ihr hier seht. Und da kann halt auch wieder alles droppen. Ne? Also da kann Season 11 jedes Teil droppen und ihr seht, das sind halt irrsinnig viele Items. Ne? Und dementsprechend werde ich mir das auch über die Marken holen. Dann habe ich eigentlich nur noch einen Umhang bei Alakir, der einfach nicht droppen will. Da bin ich jetzt auch schon den am Tod farmen, der kommt einfach nicht. Dragon Soul fehlen mir jetzt hier noch ein paar von diesen Token-Teilen. Habe ich heute wieder eins gekriegt tatsächlich, es war ganz gut, aber ja, da muss ich auch noch vielleicht das ein oder andere Mal rein. Aber das war es eigentlich auch schon, Cutter, da habe ich tatsächlich auch alle 5-Mann-Dungeon-Drops. Wie gesagt, Timewalker habe ich jetzt hier ausgeblendet, da fehlen mir natürlich schon noch Sachen, ne, in den 5-Mann-Timewalker-Dungeons. Dann MOP sieht es eigentlich auch ganz gut aus, Mogushan fehlt mir im HC und im NHC ein und dasselbe Item. Also das ist schon irgendwo suspicious, dass, wait, hier steht dran, das Glock only drops in 10-Man Normal. Ich laufe immer im 25er rein, dass ich mehr Loot krieg. Ah, okay, jetzt wird mir auch klar, warum ich diesen scheiß Umhang nicht krieg. Ich laufe natürlich, also sowohl 25, laufe natürlich NHC und HC immer im 25er, weil du halt einfach mehr Loot kriegst, aber ich wusste nicht, dass das Ding hier nur im 10er droppen kann, warum auch immer. Das muss eigentlich den komplett gleichen Loot-Table haben, aber anscheinend nicht. Okay, bis nächste Mal laufen wir 10er, vielleicht kriegen wir den Umhang. Gut, dass wir nochmal nachgeguckt haben. Herz der Angst fehlt mir halt jeweils eine NHC und HC auch nur noch ein Item, ne? Das ist halt auch übelst der Kack. Da will das halt leider nicht droppen. Das sind halt wieder diese Tokens, wie ihr seht, fürs Tierset. Dann
Terrasse des endlosen Frühlings, Fehl mir noch die Schultern, ist auch ein Token. Thron des Donners, das ist halt die beschissene Ini, weil hier gibt es halt Titanforged-Sachen, wie ihr seht. Also mir fehlen da eigentlich immer nur Titanforged-Items. Ich habe eigentlich den kompletten Loot-Table von den Bossen, aber jedes Item kann da drin nochmal extra Titanforged droppen. Es hat eine eigene ID und somit ist es im Komplettist-Modus, ne, ist es halt ein neues Item und dementsprechend ja, musst du es halt dann auch farmen, wenn du alles haben willst. Also deswegen sind es halt hier noch mehr Items tatsächlich, weil die das exakt gleiche Item nochmal brauchst, bloß im Titanforged. Dann SOO sieht es wieder ganz gut aus, da brauche ich bloß noch im Mythic-Modus einmal die Hände von Nazgrim oder halt das Token von Garrosh, weil da kann man sich die Hände dann auch wiederum bei einem Händler kaufen, wenn man das Token hat. Da kann man sich quasi jedes T-Teil einmal besorgen. Ich sage, ich bin froh, dass ich nur noch jetzt Mythic habe. Bis vor ein, zwei Wochen musste ich noch jede Schwierigkeitsstufe laufen und ich brauche etwa für SOO, obwohl ich schnell bin als Druid, eine Dreiviertelstunde, bis ich komplett durch den Raid durch bin. Ne? Das, weil du einfach so viele Positionen hast, wo du warten musst oder wo Bosse ewig dauern, wie Galakras dauert ewig, bis die Türme freigeschaltet, ne? Die Schätze dauern ewig, bis du alles aufgeklickt hast. Ne? Das ist so viel Getimegate in dem Dungeon, dass du einfach fast eine Dreiviertelstunde durch die Ini brauchst. Ne? Der erste Boss dauert immer so lang. Und dementsprechend musste ich vor ein paar Wochen noch Tokens aus allen Schwierigkeitsstufen holen. Und wenn ihr euch rechnet, man läuft LFR, NHC, HC und Mythic. Du bist einfach mal knappe 3 Stunden unterwegs, nur in SOO mit einem Char. Also das war krass. Da bin ich froh, dass ich jetzt nur noch Mythic brauche. Und ich hoffe, dass ich demnächst die Hände kriege. Dann fällt nämlich echt viel weg. Dann brauche ich noch ein bisschen aus 3 5-Mann-Dungeons brauche ich noch was. Einmal aus dem Tor der untergehenden Sonne. Das sollte einfach zu farmen sein. Das werde ich dann auch wieder mit meinem Horden-Charmer machen, um nebenbei noch Ruf zu kriegen. Sholo ist leider eine Epic-Waffe, die 0, irgendwas Prozent Drop-Chance hat, was ziemlich mies ist. Und das farme ich tatsächlich jeden Tag seit 2 Wochen, würde ich sagen, mit meinem Main. Weil das Schöne ist, ich habe mit dem Main die alten Challenge-Mode-Ports. Warte, wo haben wir es? Zauberbuch. Hier, das sind diese Challenge-Mode. Ihr seht, das ist noch auf Abklingzeit. Den Challenge-Mode-Port, das ist das aus WoD. Da kannst du dich zu jeder Ini porten. Und hier ist das aus MOP. Und da gehört halt dementsprechend auch Naxxramas dazu. Dann kann ich mich immer... Naxxramas sage ich. Ich habe Nekromant gelesen, dann bin ich irgendwie auf Naxxramas gekommen. Nein, zu Sholo kann man sich da porten. Und deswegen mache ich das jeden Tag mit dem Main, lauf einmal durch, dauert nicht sonderlich lang, aber der Stab ist bis jetzt nicht gedroppt. Weil da oben ist als Allianzler echt blöd, da kommst du halt blöd schnell hin, sagen wir es mal so. Oder vielleicht stelle ich ab sofort mal ein paar Chars da, aber ich muss mal überlegen, wie ich das mache. Aber im Moment farme ich es immer mit dem Main, mal gucken, irgendwann droppt schon. Und genauso beschissen wird auch die andere epische Waffe, die im Belagerung von Nie Zhao ist. Und das wird halt doppelt ätzen, weil Nie Zhao auch dieses Treppen-Event hat und das ewig gegated ist. Ne? Also ewig getimegated, dass du da ewig lang rumstehst. Also die Ini wird nicht cool zu farmen. Allgemein sind diese epischen Waffen von Endbossen in MOP ziemlich bescheiden. Ich habe da ja schon andere gefarmt, als ich das ursprünglich erste Transmog geholt habe. Und da habe ich teilweise 400-500 Inni-Runs machen müssen, bis ich die Items hatte. Also ich hoffe, dass das da nicht so wird, aber ich ahne Böses, ne? Aber mal gucken. Genau, das ist soweit MOP. WoD sieht ganz gut aus. Und zwar, ich habe vorhin beim World Boss das letzte Item gekriegt, was mir gefehlt hat. Bei dem World Boss vom ersten Tier aus WoD. Und jetzt fehlt mir nur noch von Oberster Verdammnislord Kazak ein Item. Das ist aber mit Stärke und bei den World Bossen ist nicht Legacy Loot Modus, sondern halt dieser ganz normale aktuelle Loot Modus und dann muss ich da halt mit einem Stärke-Char hin oder mit ein paar mehr Stärke-Chars. Mal gucken, ob ich das kriege. Die droppen aber tatsächlich relativ schlecht, die World Boss. Also da kriegst du selten Loot, habe ich gesehen. Und sonst, jetzt Raids. Fehlt mir aus Hochfels. Hier seht ihr 4 Umhänge, das ist aber Zonen-Loot. Also das ist alles, was man sich dann im AH kaufen kann. HC ist Zonen-Loot, ist auch Auktionshaus. Und das hier ist auch Zonen-Loot. Ich werde mir die alle mal kaufen, weil irgendwie Zonen-Loot und Raids hat Blizzard halt allgemein verkackt. Es ist nämlich so, du haust da 10 Mobs um und du kannst keinen looten. Du haust 20 Mobs um, dann kannst du mal irgendwann einen Mob looten. Es ist irgendwie so,
dass Blizzard zwar theoretisch Legacy-Loot-Modus hast, also bei den Bossen kriegst du alles, aber bei den Trash-Mobs scheint es so zu sein, ob du scalest, ob du mit 20 Leuten drin warst. Du kannst vielleicht jeden 20. Mob oder mir kommt es manchmal so vor, jeden 30. Mob nur looten und das ist sehr lästig. Also du clearst die komplette Instanz und kannst dann irgendwie 5, 6 Mobs in der ganzen Inni looten. Also dass du da nichts kriegst, ist klar. Deswegen schaue ich halt da ein bisschen aus nach den Dingern im AHA und werde mir die dann kaufen, wenn die halt, weiß nicht, 50, 60k kosten, ist okay. Ne? Sind aber sehr, sehr selten im Auktion. Aus. Und selbiges ist leider hier in Höllenfeuer-Zitadelle fehlt mir auch noch Schuhe. Das ist halt auch ein Zonen-Loot, den man auch im Auktionshaus sich schießen kann. So, dann kommen wir zu dem, was ich vorhin meinte. Bis vor ein paar Wochen waren hier bei jedem Item irgendwie, bei jedem Dungeon, 5-Mann-Dungeon in WoD, 50, 60, 70, 80 Items drin gestanden. Das hat den Counter hier extrem erhöht. Mittlerweile haben die Leute von All the Things das ein bisschen entzerrt. Und zwar ist es so, dass man jetzt hier unter den einzelnen Reitern, wie ihr seht, nur noch die Waffen drin haben. Ne? Und zwar gibt es Waffen, die bei bestimmten Bossen in den Instanzen droppen. Ja? Jetzt ist es aber so, dass es zusätzlich noch Loot gibt, der in allen oder fast in allen Instanzen droppt. Zum Beispiel, wenn wir jetzt hier reinschauen, es gibt dann ewig viele Hosen, ne? Und dann gibt es halt einen Boss in jeder Instanz, der kann alle Hosen droppen. Und da sind jetzt hier bei mir gar nicht mehr so viele drin tatsächlich, aber es gibt da scheiße viele Hosen. Das ist ein riesen Lootpool. Wir können jetzt mal hier zum Beispiel reingucken. Warlords of Draenor, jetzt gehen wir mal irgendeine Inni. Zum Beispiel immer grüne Floor, schauen jetzt mal den ersten Boss an. Zum Beispiel, das ist ein Umhang-Boss, ne? Seht ihr das, wenn ich hier durchscroll, wie viele Umhänge der hat und wie viele Hände? Achso, warte mal, das ist nur Krieger, was ich ausgewählt habe. Alle Klassen. Ups, sorry. Ich wollte gerade sagen, es war jetzt ein bisschen weniger. Wenn wir jetzt hier durchscrollen, seht ihr, wie viele Umhänge der alleine hat? Der hat bestimmt 20, 25 Umhänge alleine. Und dann hat der hier alle möglichen Hände. Seht ihr, was das für ein Lootpool ist von einem Boss? Und das ist halt bei den ganzen Bossen so. Die haben dann, können dann halt aus allen Instanzen alle Taille droppen, zum Beispiel der hier von allen Klassen und alle Beine. Ne? Und dann kannst du halt in vielen Instanzen alle Dinger holen und dann haben die das entzerrt, weil da war teilweise dann, also bei meinem Worry, wo ich halt kaum Plattenzeug habe, da waren teilweise bei einer Instanz 180 Items, die ich aus einer 5-Mann-Instanz bekommen kann mit dem Worry. Und ich hatte da schon irgendwie 30% oder so. Also das ist einfach insane. Das haben die jetzt ein bisschen entzerrt, dass du diese kompletten Boss-Loot-Dinger hier oben drin hast, ne? Dann kannst du auch einfacher sehen, was dir spezifisch in dem einzelnen Dungeon fehlt. Finde ich tatsächlich ganz gut und verringert auch die Overall-Zahl, weil das waren halt einfach knappe 1000 Items, die es mehr waren, einfach nur, weil die halt in allen Instanzen so, so krass oft gedroppt sind. Genau. Und ja, in Legion habe ich jetzt eigentlich noch nichts gemacht, aber da fehlen mir auch nicht sonderlich viele Sachen. Das muss ich mir aber demnächst nur angucken. Im Moment farme ich mit meinen Druids tatsächlich 5-Mann-Dungeons, Classic bis WoD. Vielleicht mache ich mit Main jetzt die Tage noch quasi Legion mit, aber das versuche ich jetzt so nach und nach wegzukriegen und da sieht schon ganz gut aus. Also wie gesagt, da haben wir schon einige Items die Tage weggekriegt. Was ich dann zusätzlich noch am Machen bin, ist tatsächlich, dass ich mit meinem Hordenchar auch noch diese Ruffraktionen farme. Da ist es so, dass mir noch ein paar fehlen. Da können wir jetzt nochmal hier reingucken, und zwar wenn wir hier auf Reputations gehen und dann nicht collected, seht ihr, also alle, die mir noch auf dem Account fehlen, sind halt alles Hordenruffraktionen. Einige habe ich mittlerweile jetzt schon geholt. Zum Beispiel war ich bei Tristessa in das ist nicht im Silberwald, sondern das Gebiet nebendran, ich weiß jetzt gar nicht, wie es genau heißt, das ist ja oben bei den Blutelfen, da ist eine eigene Ruffraktion, die hatte ich tatsächlich nicht, die hatte ich früher mal auf einem Char, den ich gelöscht habe, aber das war halt irgend so ein Low-Level-Char und das habe ich mir das gefarmt, oder ich habe die Magar-Orks in Nagrand musste ich farmen, oder in Höllenfeuer-Halbinsel gab es eine Ruffraktion, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Und die habe ich hochgefarmt, dann einige Ruffraktionen, die man ja bei den Hordenhauptstädten hat, ne? Die habe ich hochgefarmt, Under City und Donnerfels und so weiter, ne? Also diese ganzen Sachen, weil ich auf der Hordenseite halt kaum Ruffraktionen hochgebastelt habe. Und jetzt bin ich halt dran, so nach und nach diese Ruffraktionen mitzunehmen. Unter anderem, jetzt bin ich gerade bei der Pandan-Ruffraktion dran, jetzt wo ich wieder nicht weiß genau, wie die heißt.
Uyoyin Pandan oder irgendwie so, ja. Also das ist die letzte von denen, die ich hochfahren muss. Und die anderen, da bin ich aber tatsächlich ein bisschen nur am Abwarten, denn man kann sich viele von diesen Ruffraktionen tatsächlich relativ einfach holen, indem man immer die Timewalker-Events abwartet und dann diese Timewalker-Marken quasi ausgibt. Und mein Plan ist da so ein bisschen mit meinen Twinks, immer wenn ein Timewalker-Event ist, mit jedem eine Dungeon zu machen, dann diese Marken mitzunehmen. Zusätzlich habe ich dann noch den Vorteil, dass ich ein paar Items quasi aus den Timewalker-Dungeon mit den verschiedenen Klassen rausziehen kann, also ein paar Transmog-Items, und dann halt die Marken kriege und dann relativ easy die Fraktion hochballern kann. Ich glaube, du brauchst so 4.000 bis 5.000 Marken, was eigentlich geht, wenn du es über ein paar Chars farmst, um eine Fraktion wirklich von 0 auf Max zu machen. Und man kriegt ja mal 500, wenn man mit einem Char das macht. Leveln muss ich die Twinks ja sowieso noch, also ich habe dann drei positive Effekte. Ich kann Transmog aus den Timewalker-Dingern kriegen, ich level die Chars und ich kann mit dem Horden-Char dann die Ruf-Fraktionen dann noch hochhauen und muss die dann nicht quasi mühsam hochfahren. Also dann bei den also ich glaube, nicht alle, die ich hier habe, kann ich über Timewalker-Marken holen, aber die meisten tatsächlich. Was ein bisschen ätzender wird, ich brauche auf der Hordenseite dann AV, Arati und Warsong. AV sollte nicht das Problem sein, hochzufarmen. Das geht eigentlich relativ zügig. Arati sollte im Kinderspiel, was jetzt in, wann kommt denn das? Ein paar Wochen müsste mal das Kinderspiel wieder sein. Arati Blizzard, Gravitationsverlust, wir hatten, genau hier, am 3.11. kommt das Kinderspiel wieder und da werde ich mit dem Char quasi versuchen, das Kinderspiel durchgehend zu campen, soweit ich denn Zeit habe, und mal gucken, da müsste es eigentlich relativ easy hochgehen, die Ruffraktion, hoffe ich zumindest, ja, mal gucken, da kann man ja teilweise in 5 Minuten den Win machen und dann geht es eigentlich relativ schnell. Bloß für Warsong, da muss ich mir was überlegen, das wird halt ätzend, ja, genau. Gut, also da bin ich dran. Achso, und das Letzte, was wir gucken können, Moment, jetzt stellen wir hier nochmal kurz was um. Das hatten wir drin. Machen wir die Filter mal wieder raus, dass wir wirklich alles sehen. Und das Letzte ist, was wir schauen können, ist dann der Account-Modus. Also im Unique-Modus waren wir ja bei 99, irgendwas, 50 oder 21, je nachdem, was ich unten bei den Covenants eingestellt habe. Beim Druid-Kompletist-Modus bin ich bei 96,96, gut, 96,96, was dafür, dass ich jetzt seit knappen 3 Wochen den Kompletist-Modus mache, schon relativ okay ist, würde ich mal sagen. Und im Account-Modus, das ist jetzt tatsächlich alles, also alle Chars, Kompletist-Modus, Hordenfraktion, da sind wir natürlich noch deutlich weiter hinten dran, da bin ich jetzt bei 67%. Was ich gemacht habe, ich bin letzte Woche, habe ich mal angefangen mit einem Worry, auch mal die Dungeons durchzulaufen, und zwar bin ich halt Classic bis Warlords of Draenor mit meinem Worry auch die ganzen Dungeons, die ganzen Raids durchgelaufen, nicht die Dungeons, pardon, und habe da ein bisschen was gefarmt. Ist natürlich eine schöne Sache, Platte habe ich halt kaum was, und eine Worry kann so gut wie alles an Waffen tragen, da ist es halt schöner als wie beim Druid. Beim Druid laufe ich eine Instanz, brauche ein Item, es droppt halt nicht und du bist halt 10, 20 Minuten für umsonst oder in SOO eine Dreiviertelstunde für umsonst rein. Beim Warrior läufst du rein, erster Boss 5 Items, zweiter Boss 3 Items, dritter Boss 5 Items, die du brauchen kannst. Ist halt schön, wenn du noch fast alles brauchen kannst, dann droppt halt auch viel, ne? Und da muss ich mal gucken. Also ich will jetzt erstmal mehr mit einem quasi Kompletist-Mod Druid das Zeug fertig machen, aber so nebenbei schon immer ein bisschen was mit dem Worry auch farmen, beziehungsweise mal eventuell auch bald mal mit ein bisschen andere Klassen, weil es gibt zum Beispiel einige Dungeons hier zum Beispiel, ne, die blutigen, also im Eisgrund-Zitadelle, da brauche ich zum Beispiel Umhang, ne, und einen Streitkolben. Ich kann da natürlich mit dem Druid durchlaufen, den Umhang und den Streitkolben versuchen zu kriegen, muss da trotzdem fast die ganze Instanz durchrennen. Oder ich gehe mit dem Worry rein, der auch beides bekommen kann und kriege aber noch einen Haufen andere Items nebenbei. Ne? Das ist so ein bisschen aus der Warte raus, gucke ich halt, welche Instanzen ich vor allem für den Druid noch was brauche, aber mit einem anderen Klasse ähnlich schnell durch bin. Und ich habe den Worry extra auf Nightfall gemacht und der ist auch Warg, der hat halt verschiedene Speed-Sachen, der ist auch relativ zügig tatsächlich. Und ja, dann kann ich halt das ein bisschen mehr maximieren, genau. So, genau, das war es eigentlich jetzt soweit. Ich glaube, wir hatten so gut wie alle Sachen. Das ging jetzt wieder ewig. Ich verspreche euch, die nächsten Collection-Updates sollten deutlichst kürzer sein. Das war jetzt das erste für 9.1. Hat jetzt ein bisschen auf sich warten lassen, aber dafür ein bisschen ausführlicher. Die nächsten Male werden wir uns wahrscheinlich nur noch die groben Prozentzahlen angucken und vor allem wahrscheinlich ein bisschen auf dem
Komplettist-Modus, weil Unique bin ich im Moment eher nicht dran tatsächlich. Gut, okay. Und vielleicht schauen wir uns dann auch mal die anderen Sachen im Komplettist-Modus an. Aber wie gesagt, ich konzentriere mich im Komplettist-Modus jetzt erstmal nur auf die Dungeons bis einschließlich WoD. Vielleicht mache ich mal Legion die Woche noch. Mal gucken. Das sollte mit Main auf jeden Fall auch machbar sein, zumindest solo. Gut, dann würde ich sagen, sind wir jetzt soweit durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, dann würde ich sagen, schaue ich, dass ich das jetzt wieder... Ich muss mal gucken, ob ich es wöchentlich mache. Vielleicht mache ich es jetzt auch zweiwöchentlich. Ihr werdet es auf YouTube sehen. Und bald kommt dann auch quasi hier meine Geschichte mit den Ehrenabzeichen. Und ja, da werden wir dann schauen, wie weit wir da kommen. Da sind es ja auch einige Items, wie ihr hier unten seht. Was ist PvP? Achso, warte, nee. Moment, ich will ja dann das für die anderen Klassen kaufen. Da sind es ja auch nochmal... Ich glaube, 10.000 waren es knapp, oder? 9.873 Items. Also mal schauen, wie weit ich mit meinen knapp 4.000 Ehrenabzeichen da komme. Man kann da einige Sets auch kaufen. Also ich hoffe, das ein oder andere kriege ich damit fertig. Gut, jetzt verabschiede ich mich wirklich. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.